Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe mal wieder ein bisschen was geändert, was die Mods angeht. Ich habe die Karte wieder, die viereckige Karte. Know what? Get the feeling this Grimes was really turning you on. Statt die Runde, da ich eigentlich immer noch warte auf einen Patch für das HUD, was der E3-Demo ähnlich sein soll. Weil das ziemlich gut aussehen würde eigentlich, aber dafür ein Patch leider. Und ansonsten habe ich noch eine andere Reshade-Mod installiert, die auch dieser E3-Demo ähnlich sein soll von 2018. Ich bin mir selber nicht sicher, ob ich es wirklich so gut. Ich kenne also den Unterschied. Weil diesmal ist es einfach eine Mod und nichts, was ich hier mit Reshade an- und ausstellen könnte. Weil es da kein Preset gibt, sozusagen. Genau. Heute habe ich mir überlegt, machen wir noch ein paar kleinere Aufträge, falls hier irgendwo was offen ist. Gibt ja ein paar Überfälle, zumindest hier hinten. Damit wir mal diesen Teil hier ein bisschen aufräumen, würde ich jetzt einfach all diese NCPD-Aufträge mal abklappen. Und schauen, was uns da erwartet. Wir haben einen Levelaufstieg, ich hab's gerade gesehen. Aber ich da mal noch drauf. Okay. Ein Auto mit der Waffe. Nice. Komm. Ist ein bisschen Power hat das Auto. I'm Elizabeth. My husband and I, we need a somewhat delicate matter handled. We think you could help. Mind my asking who your husband is? Actually, who are you? I'd rather not discuss details over the phone. Please, meet with us. We'll explain everything. As I said, it's a rather delicate matter. What's so delicate about the matter? I'd rather discuss that in person, if you don't mind. Can we meet? Sure, let's do that. I'll send you the address. See you. Klar, aber später. Jetzt gerade nicht. Was habe ich hier bitte gefunden? Kann man nicht scannen, interessanterweise. Ernsthaft, ich trage schon wieder zu viel. JC, ja, ich höre dich. Little Smoke? Folgt einfach dem Zug, klar? Machen wir, ja. Aber kannst du ihn nicht anhalten? Hacken oder so? Keine Chance. Ich versuche raufzuspringen. Scheiße, da kommt ein Zug aus der anderen Richtung. Jay-Z? Jay-Z, sag was! Ihr solltet dem verdammten Zug einfach nur folgen, Jay-Z. I see, ich verstehe es. So eine Anspielung an GTA San Andreas sein. Jay-Z, CJ, Big Smoke, Little Smoke. Nice. Leider tragen wir jetzt schon wieder zu viel. Nervig. Nice Anspielung, muss ich sagen, wirklich. Ein paar Easter Eggs sind echt cool, die hier versteckt sind.
Wir haben übrigens wieder 102.000. Was auch ziemlich nice ist. Irgendwo da hinten. Holy shit! Was hat das denn gemacht? Ach komm! Das ist ein Geschützturm. Ich steig lieber mal aus. Lass mal sehen. Neutralisiere die Bedrohung und sichere Beweismaterial. Welche Bedrohung denn? Listen, got a golden opportunity for you. Word on the streets that when Waco says golden, it's usually a turd wrapped in crepe paper. It's a sticky situation. Sticky? Wow, you're really selling this, Waco. Jobs like any other. Just the clients will demanding. Clients got every right to be demanding. What makes this one any different? Wants everything to go exactly as planned. Willing to break the bank for it, too. Job like this needs your magic touch, V. Anyone less experienced, it just fuck it up. Thanks for the vote of confidence. Now I'm sure it's a turd in crepe paper. So, what's the spec? Caroline Jablonski. Set off any buzzers for you? Murdered in cold blood. Made waves a few years back. They locked the guy up. But now there's a chance he could walk. Jablonski's family wants to balance the scales of justice for good. You'll finish him. The perp been proven guilty? Meaning he deserves to die, truly? Do I look like a criminal prosecutor to you? What'd he do, exactly? I'm not a beat reporter, neither. You want the job or not? All right, I'm in. Good. Client will be waiting for you by a car at the corner of 6th and Brandon. Huh? In a car? Client wants to tag along. Be there in person when you put a bullet through the guy's eye. Good luck. Hey, interessant. Haben wir hier irgendwie einen Bunker gefunden oder was ist das? Valentine Krylov und Shelma. Chum, ich kann dich nicht rausholen und du wirst zu warm. Hallo? Scheiße, fuck. Fuck. Was soll ich tun? Die haben mich geblockt. Ja, die wussten, dass ich komme. Die waren vorbereitet. Ich krieg den Link nicht raus. Ich weiß. Was soll ich tun? Sag's mir. Körper, kühl meinen Körper, sonst gehe ich drauf. Kein Eis mehr da. Hol welches aus dem Keller. Fuck, wie war der Code? Ich tippe immer den falschen ein. Scheiße. 1011. Schaff deinen Arsch zum Generator. Klima auf volle Pulle. Du musst meinen Körper kühlen. Generator macht die Grätsche. Tu einfach, was ich sage. Scheiße, Mann. Und wenn du mich gekühlt hast, bitte Akulov um Hilfe. Ich meine, ich darf ihn nicht anrufen. Fuck, Alter, ich kratz gleich ab. Ruf ihn an. 1011. Erstmal noch kurz verlinken. Shit, schon fast angefangen. Naja. Nice, trotzdem alles. Speicher mal und
Kacke. Die scheint nicht mehr so lebendig zu sein. Kurzschluss. Schelma, lieber Genosse, du weißt, was du zu tun hast. Ich weiß, was ich tun muss. Aber aus großer Bewunderung für unsere hochgeschätzte Regierung und zum Wohle der Sowjetunion möchte ich dich an dieser Stelle an deine Pflicht erinnern. Generell wirst du deine Fähigkeiten zum Ruhm der sowjetischen Nation einsetzen. Genauer gesagt sollst du die Schritte der Chinesen im Netz verfolgen und gleichzeitig von meinen Aktionen ablenken. Finde heraus, wo sie in ihrem Gespräch mit Arasaka stehen und stelle ihre Stärken und Schwächen fest. Liefere uns einen Grund, sie zu bekämpfen. Betritt in Cyberspace mein Netrunner-Genosse und kämpfe. Je mehr du herausfindest, desto besser. Und lass dich nicht erwischen, mein lieber Freund. Bei deiner Rückkehr feiern wir eine ganz besondere Party in meiner Dutsche. Dutsche? Dein Misha. Verstanden. Okay, sie war also Netrunnerin. Wie es aussieht. Hat allerdings, nicht überlebt. Ach ja, Börse, ich habe Smart Window wieder installiert. Was man mal im Apartment von Wii gesehen hat. Deshalb gibt es jetzt hier wieder eine Börse. Okay, hätten wir das? Kiste, die man nicht aufmachen kann. Nehmen wir das Auto, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ich möchte bloß zur Karte. Okay, das war ziemlich einfach, da mussten wir eigentlich nichts erledigen. Wo geht denn die Straße hier hin? Ja, wohin? Kommt man über diese Berge? Wir werden sehen. Ich weiß ja nicht, ob das möglich ist. Vor allem sind hier... Okay, I see. Also außenrum. Sprich, wieder durch den Tunnel. Komm schon! Ey, das ist ein fucking Pickup. Ich soll doch mehr drauf haben als das. Ja, ich wollte hier noch kurz... ich bin noch zurückgefahren. The fuck? Hä? Hier darf man ja sein, oder nicht? War er gerade hier? Das Auto ist auf mysteriöse Weise ein anderes. Ich wollte kurz schauen, was diese... Block hier unten ist dieser viereckige. Sah irgendwie interessant aus. Okay, einfach ein. War irgendwie einfach mal ein Haus oder so. Und da gibt's auch ein Neon-Schild. Ja gut, jetzt habe ich natürlich das Auto dort hinten stehen lassen. Ein bisschen doof. Eigentlich. Gehen wir halt hier durch die Schrottplatz durch. Ist übrigens mega schlimm, dass überall um Night City diese ganzen Schrotthaufen sind.
Wenn sowas die Zukunft aussieht, dann möchte ich da nicht unbedingt leben. Weil das ist, ja. Einfach schrecklich. Dann rufen wir mal unseren Colby. Das sollte ja hier eigentlich gut Barber sein. Hey! You want something, Chum? Nee, alles gut. Ist hier irgendwas Spannendes in dieser Siedlung? So, können wir hier rein? Niemand ist hier. Und wir haben keinen Schatten. Auch schön. Okay, weird. Gut, weiter geht's. Sind ja schließlich hier, um Jobs zu erledigen. Being responsible. Where was I? But just 1% of their. You selling new or used threads? Used. Nobody's willing to ship any new stock all the way out here. But who am I to complain? You just have to tread the highway, peek into the wreckage. Sharp eye will always pick up something. Hmm? 20 largest corporations pay. I'm afraid I'd have to. Looking for a change. Achso, da kommt man gleich in den Kleiderschrank. Und ich looking for some decent outerwear. So, you're in luck. Our prices are out of this world. Get it? Ich verstehe es ja. Sind außerhalb dieser Welt. Noch ein paar Dinge verkaufen, die ich nicht will oder brauche. Lass mal sehen. Waffenzoom, kaputte Brille. Itemvorschau. Was? Nichts. Das sieht noch nice aus. Braindance, Regenjacke, kauf ich mal einfach. Psycho. Sieht auch nice aus, kauf ich auch. Okay, finde ich nice, dass man es mittlerweile anschauen kann, bevor man es kauft. War ja früher nicht der Fall. Passt natürlich auch mit den Tattoos. Kann man machen. Die Schuhe sehen auch gut aus. Machen mal ein bisschen Shopping. USA-T-Shirt.
Alle kalt aus Motorradjacke. Why not? Okay, Chemieresistenz 15. Kaufe ich einfach auch mal. Da gibt's auch andere. Okay. Danke sehr. So, jetzt geht's weiter. Sorry dafür. Einmal hier wieder bei DJ vorbei. Ich würde sagen, ich warte mal hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wieder bei Cyberpunk 2077, wenn ich da vor Ort bin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.